Weißt du eigentlich, dass du mit Canva mittlerweile auch beim Video den Hintergrund entfernen kannst? Ja, das habe ich durch Zufall entdeckt und ich bin total begeistert. Ich zeige dir das hier. Du rufst einfach in Canva das Videoformat auf, lädst dein Video hoch oder nimmst eins, welches du schon hochgeladen hast, gehst auf Video-Hintergrund entfernen und dann passiert auch schon die Magie. Und ab dann kannst du dann das Video, was du freigestellt hast, auch über ein anderes Foto, auch über ein anderes Video legen und damit deiner Kreativität freien Raum lassen. Übrigens, diese Funktion funktioniert auch am Handy, also nicht nur auf dem Rechner, sondern auch am Handy. Alles schon getestet und auch von Teilnehmern direkt umgesetzt. Ich würde es mal probieren.